Ja, jetzt gehst du mal rechts. Jetzt wären wir so, wenn wir gestern hätten sollen. Und dann wieder durch das Einkaufszentrum sein. Eigentlich gerade da oben sein, irgendwie. Und dann ist es sicher sehr schön, schon mit oder angeschrieben. Jetzt kann ich zu dem Mod Navi führen. Ja, oder. Tun wir jetzt wieder auf die. Ja, müssen wir noch mal auf die andere Seite der Autobahn. Ja, wie nie. Das ist ein Vogimel. Ja. Hast du das schon gesehen? Nein, das habe ich noch nicht gesehen, aber das haben wir das letzte Jahr. Sind wir auch dort, sind wir gell? Dort durch, ja. Tut der nicht laut. Und auch im Falschen. Ich weiß nicht, ob wir noch am Leben müssen, oder? Solange die Post fährt. Super. Sand. Schosch. Ja,
Ah, da. Ah, du musst da. Im Fall da links. Links abbiegen, ja. Letztes Mal sind wir doch auch irgendwo so im Gecko gefahren. Ja. Und wärst du gummi nach? Links abbiegen. Hat sie gesagt? Ja, links. Lavo. Yeah. Ja, da sind wir doch auch so auf diesen weissen Strössli. Kommunalströssli gefahren. Und irgendwo haben wir, glaube ich, so gehören. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ist gut. Ja, ja, ist gut. Jetzt haben wir hier ein bisschen gerade aus. Das ist schön. Also, sonst habe ich das Navi da. Ja, ich habe jetzt das Navi eingestellt. Und jetzt? Ja, dort ist der, dort, wo der kam, ist der Weiss. Ja, ist gut. Genau. Ja, das ist ein schöner Äpfel. Schau mal, ja. Schön, ja. Ja, der Kanton Waadt ist ein kräftiger Agrarkanton. Mhm, mhm. Jetzt nicht gedacht. Mhm. Nach 200 Metern links abbiegen auf Lebrach-Eris. Interessant ist es da. Ja, da ist schön. So, jetzt da wieder drauf. Rechts abbiegen, auf rechts abbiegen, auf Schemmige La Faux. Der La Faux. La Faux, das ist da rechts. Haben wir ja nur rechts. Gut. Nach 500 Metern geradeaus auf Route Dallemann. Route Dallemann. Ja, jetzt bleibst du alles auf der Straße. Geradeaus auf
auf Route Dalimmen. Ah, jetzt. Da. Ja, genau. Jetzt sind wir da wieder auf einer grösseren Straße. Ja, genau. Ja, gut. Nach 600 Metern im Kreisverkehr, zweite Ausfahrt der Region. Wo hat der Ari Giso? Jetzt geht es dann links. Gossene Lavini. Also da, wo der herkommt. Nach 300 Metern im Kreisverkehr geradeaus nach der Avenue Germania-Tau. Jetzt kann ich abstellen, oder? Jetzt sind wir da auf der... Wir sind das letzte Mal im Gang rumgefahren. Ja, irgendwie ist es... Irgendwo ist es, glaube ich, einfach nicht gut gekennzeichnet. Sind wir jetzt wieder auf der Grand Route? Nein. Nicht da. Ja. Genau, Montecho. Zuerst kommt, glaube ich, das Montecho und dann kommt Schimmel. Echt hingeschaut. Ja, das ist toll. Ja, also es brennt einfach die Bedingungen aus, oder? Die Reflektoren, das ist natürlich ein Zeichen. Du musst auch den Muskel so neu auffahren. Ist der 50, oder? Ja. Wir fahren immer schneller. Das ist Arboretum. Das gibt es ja auch in Zürich, das Arboretum. Jetzt geht er nicht auf. Ja. Arboretum. Geile, wo Ding Latin gehört, weißt du, was ein Arboretum ist? Was ein Arboretum ist. Wahrscheinlich eine römische Ausgrabung oder was? Ja, Arbes ist Baum. Baumschule? Weiß nicht. Montero. Comune Dobon. Dobon, ja, gehört das Arboretum, ja. Baumschule.
Er ist am Schläfen. Das Köpfli im Bettli. Hat er noch gebisselt? Nein. Heute Morgen hat er einen riesen Brunnen gemacht. Mhm. Ja, der ist auch gut trinken der Nacht. Der hat auch warm gehabt. Zu überbleiben? Ja. Ja, wir sind im Übrigen wieder auf der Kahnhut. Sind wir? Ja. Ah, hast du sie gesehen? Ja. Ja, ist mir nicht aufgefallen. Dort ist einfach, ja, wenn es geradeaus ist, ist es einfach geradeaus. Es geht erst wieder an die Tafel, wenn es... Wenn du neben uns bist. Schön. Gepflegt.
de l'Union. Das ist der Auto. Ja. Und liebes Duschmütter. Wenn nicht einverstanden. Ja. Also den Obon haben wir jetzt umfahren. Ja, ja. Aber schon so ein bisschen Jura-mässig da, ja. Mit den Tannenbäumen. Aber sehr viel herbstliches Laub. Aber das ist halt im Zusammenhang mit der Trockenheit.
Schon rechts. Ah, sehr
ja, aber da hat es zu viel geholfen, zu überholen. Ja, fährst du so raus. Ja, haben wir ja vorher schon gemacht.